Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Summoners War. Und ihr kennt mich, neues Event heißt neues Video, in dem ich das Event kurz vorstelle, kurz erkläre, damit auch jeder versteht, wie es funktioniert und jeder von Anfang an schnell damit klarkommt. Jetzt werden manche sagen, stopp Mine, du lügst, du hast das erste Neujahrs-Event vergessen. Nee, habe ich nicht, ich habe es nicht vergessen. Ich hatte ein Video dazu von unterwegs aufgenommen mit dem Handy. Hab's sogar hochgeladen bei YouTube, es war sogar kurz online. Dann musste ich aber feststellen, dass der Ton fehlte. Aus irgendeinem Grund hat mein Handy den Ton nicht mitgeschnitten. Kann ich mir nicht erklären, keine Ahnung. Deswegen musste ich es löschen und hatte dann keine Gelegenheit, nochmal ein neues Video zu diesem ersten Event zu machen. Deswegen werden wir jetzt am Ende dieses Videos zum zweiten Neujahrs-Event nochmal ganz schnell über das erste Event drüber fliegen, weil das läuft noch und ihr könnt das noch komplett abschließen. Ihr könnt noch alle Belohnungen sammeln, aber gleich mehr dazu. Jetzt erstmal zum zweiten Neujahrs-Event. Das läuft seit gestern. Heute ist Dienstag, gestern war Montag. Und hier geht es darum, mit deinen Gildenmitgliedern zusammenzuarbeiten. Was natürlich wieder so semi-richtig ist. Richtiger wäre es, jeder macht sein Ding und alle bekommen eine Belohnung, wenn auch wirklich jeder sein Ding macht. Wie funktioniert das? Das Event ist in zwei Hälften geteilt, in die Gildenkampf- und die Belagerungskampfhälfte. Und jedes Gildenmitglied muss einfach nur Gildenkämpfe und Belagerungskämpfe machen. Am besten 30 Mitglieder, dann werdet ihr am schnellsten fertig. Ihr macht eure Angriffe sowohl im Gildenkampf als auch im Belagerungskampf und bekommt dann hier, wenn ihr bestimmte Anzahl von Kämpfen habt, entsprechend Energie- oder Mana-Steine. Und hier hinten nochmal Bonusbelohnungen, wenn ihr das hier erfüllt habt, könnt ihr hier unten nochmal ran. Gleiches gilt für die Siege, also wenn ihr kämpft, bekommt ihr Belohnungen und wenn ihr dann auch noch gewinnen solltet, bekommt ihr auch nochmal Belohnungen. Und das seht ihr hier, das sind Kristalle. Und dann gibt es die Gildenmission und das ist jetzt der Teil, wo quasi das, was eure Gildenmitglieder machen, auch noch mit reingerechnet wird. Und das seht ihr also, meine Gilde hat im Moment 176 Mal gekämpft im Gildenkampf und im Belagerungskampf 390 Monster benutzt. Das heißt, da ist definitiv noch Potenzial nach oben. Und dann bekommt er hier nochmal Belohnungen. Das sind, wie ihr seht, nochmal Energie und Mana. Das ist, sind zwei 4 Sterne Max Rainbow Mons, was sehr nice ist. Das ist eine MS und das ist ein Aufwertungsstein heißen die, ne? Also ein Reappraisal Stone, wo ihr eure, die Sub-Eigenschaften eurer Rune ändern könnt. Und das war's. Das war's, mehr ist es nicht. Das heißt, ihr müsst einfach gucken, dass ihr euch in eure Gilde für Gildenkampf und Belagerungskampf anmeldet und das dann auch durchführt und auch kämpft und möglichst auch gewinnt. Und je erfolgreicher ihr und eure Gildenmitglieder seid, desto schneller bekommt ihr diese Belohnungen voll. Ihr könnt auch sehen, welches Gildenmitglied was gemacht hat. Da seht ihr dann, wer wie viele Punkte bekommen hat und so weiter, wie viele Gildenkämpfe, wie viele Belagerungskämpfe und so weiter und so fort. Alles relativ einfach zu verstehen, denke ich. Ne? Also es ist einfach nur ein Event, was euch dazu bringen soll, am Belagerungskampf und am Gildenkampf teilzunehmen. Gut, das also zum neuen Event. Das ist nicht viel, das ist nicht kompliziert. Und es gibt gute Belohnungen, aber nicht über mega giga geile Belohnungen. Also es ist okay. Das Neujahrs-Event, das erste Neujahrs-Event, die Neujahrs-Glückskiste, wiederum hat eine sehr schöne Belohnung, auf die ich mich gefreut habe und nach der ich mich lange gesehnt habe, endlich mal wieder ein Devilmon. Ich glaube, in 4 Monaten hatten wir 2 Devilmons. Das aus diesem Event hier und dann noch hatten wir den Devilmon Dungeon zu Weihnachten offen. Ich glaube, das war's. Also das echt sehr, sehr wenig Devilmons in letzter Zeit. Okay, ihr seht, ich bin noch nicht ganz durch mit diesem Event. Ich tausche hier Rollen ein, weil ich noch für euch eine Summoning Session machen möchte, sozusagen einen guten Start ins neue Jahr mit Summonings. Aber mal ganz kurz, wie funktioniert das Event? Das Event funktioniert ganz einfach. Ihr habt im Prinzip 8 Aufgaben. Die Endaufgaben seht ihr bei 5. und bei 10. Das ist Szenario machen, Mana-Steine ausgeben, Arena machen und Runen aufwerten.
sowie Kairos Dungeon, Kristalle verwenden, tägliche Missionen erfüllen, also alle täglichen Missionen erfüllen und die Rap-Monster eures Freundes oder Mentors benutzen. Wenn ihr auf 10 oder 5 guckt, seht ihr die Zahl, die ihr insgesamt braucht. Und die anderen hier sind dann immer weniger Dinge, aber die zählen in das Maximale rein. Das heißt, wenn ihr hier hinten das alles erfüllt habt, habt ihr automatisch die hier auch erfüllt. Habt ihr das bei fünftens erfüllt, habt ihr die hier auch erfüllt. So. Und am Ende habt ihr 100 Schlüssel gesammelt. Die verwendet ihr für Energie oder Mana-Steine oder Kristalle, beziehungsweise für Schriftrollen. Ich würde empfehlen, die Schriftrollen, weil da können auch Steine drin sein, aber es gibt ja viele Leute, die Steine hassen. Für die Leute würde ich eher die Energie als die Geldglückskiste empfehlen, weil hier kriegt ihr mit Sicherheit Energie, hier kriegt ihr manchmal Mana-Steine, manchmal Kristalle, das kann eine sehr geringe Summe sein, das lohnt sich meiner Meinung nach am wenigsten. Also Energie für alle, die Energiemangel haben oder keine Rollen wollen oder brauchen, ansonsten Rollen für Steine und Rollen. Okay, was ich an dem Event ein bisschen blöd finde, man sieht nirgendwo, was hier drin sein kann, also welche Mengen. Das finde ich ein bisschen sehr glücksspiellastig, ne? Also ihr wisst nicht, was in der Kiste sein kann, so hundertprozentig, ne? Gerade bei den ersten beiden Kisten. Deswegen, das finde ich ein bisschen gemein. Okay, und wenn ihr die 100 Schlüssel zusammen habt, könnt ihr hier unten jeweils bei 10, 30, 50 und 70 Schlüsseln sowie bei 100 Schlüsseln diese Belohnungen einsammeln. Und das war's im Prinzip fast. Weil habt ihr hier oben alle Quests, also von 5. und von 10. erfüllt, könnt ihr täglich trotzdem noch Energie ausgeben und bekommt dann immer 5 Schlüssel pro Tag. Ne? Und dann könnt ihr halt diese Schlüssel immer noch für diese Dinger hier verwenden. Also da kann man noch ein paar Rollen sammeln und so weiter und so fort. Okay, also das war der erste Event im neuen Jahr. Den zweiten habe ich schon vorgestellt in umgedrehter Reihenfolge. Im Prinzip, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr Anregungen habt oder sonst irgendwas, könnt ihr auch gerne in die Kommentare. Ein Daumen ist auch immer gern gesehen. Wenn ihr einen nach unten gebt, dann bitte schreibt wenigstens einen Kommentar, warum ihr das tut, damit ich weiß, was ich besser machen kann. An der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.